Hallo liebe Pyros und YouTuber, La Comba grüßt euch wieder zu einem neuen Video. Ja, wir nähern uns Silvester und ich habe meine erste Bestellung abgeholt. Und zwar das große Überraschungspaket von Weco. Und natürlich möchte ich mit euch gemeinsam da reinschauen, wie das Ganze hier bestückt ist. Deswegen machen wir jetzt ein Unboxing zusammen. Ich freue mich drauf und bin gespannt wie ein Flitzebogen, was sich in dem Paket befindet. Wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich hier mache, dann abonniert meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Lasst mir einen Daumen da, schreibt Kommentare. Da freue ich mich immer drauf. Wo ich das Paket hier erworben habe, das verlinke ich euch natürlich unten in der Beschreibung. Schaut da mal rein. Ist ein guter Shop. Preis-Leistung stimmt. Ja, unter anderem könnt ihr hier die Pakete bekommen und auch die kleinen Weco-Pakete sind dort noch erhältlich zu einem unschlagbaren Preis, meiner Meinung nach. Genug geredet. Lasst uns das Paket hier unboxen. Ich bin heiß wie Frittenfett. Schauen wir rein, was im Weco uns hier dieses Jahr 22, 23 wie schönes eingepackt hat. Ich hoffe, ihr freut euch alle so wie ich. Was haben wir denn hier? Ich sehe schon mal eine Menge Raketen wieder. Aber das kennen wir ja. Ja, fangen wir mal an. Was haben wir hier? Die Tiger-Rakete. Dann die Snake-Rakete. Ein Alligator. Ist wahrscheinlich hier alles dieselbe Serie. Und die Eagle. Ja, die kenne ich. Die waren letztes Jahr auch drin. Moment, hier haben wir noch eine. Noch eine Eagle. Sind 2, 4, 5 Stück lose. Jetzt mal auf Seite. Achso, wir können doch mal eben schauen. Hier die. Was haben wir denn hier für eine. Ups, nicht an die Wand. Kategorie F2. NEM. 19 Gramm. Seht ihr das? Ja, gut bestückt. Machen wir weiter. Dann haben wir ein Paket und zwar das Luna 40-teilig. Ja, eine Menge Raketen drin, Kleinkram, paar Böller, Leuchtzeugs, packe ich jetzt nicht aus natürlich. So sieht's aus von hinten. Sehr schön, dicker Batzen hier. Das Luna-Paket. Machen wir weiter und dann gucken wir uns direkt wieder das nächste Raketensortiment an. Und zwar die Indianapolis. 18-teiliges Paket. So schaut es aus. Verschiedene Größen. Wahrscheinlich auch NEM verschieden. Ja, die hat 15. Mal gucken, ob ich hier was erspähen kann. Mit 19, ja, verschiedene Sortiment, sortiert Sortiment, ja. Kategorie F2, so sieht's aus. Ja, auch ein Riesenklopper, sehr schön.
Machen wir weiter. Was sehen meine Äuglein? Party Animal. So Tischbomben und Knallbonbons und Luftschlangen. Dann haben wir hier die Lord of Whistle. Schrillheulerbatterie. 300 Schuss. Zweimal das Ganze sehe ich hier. Noch eine. Machen wir weiter. Die Aragon. Haben wir hier gleich dreimal drin. Aragon dreimal. Okay. Machen wir weiter. Die Yin. Von Yin und Yang, die Yin. Schöne Fontäne. 10 Meter Effekthöhe, Kaliber 22. 45 Sekunden Brenndauer. Ja, sehr schön. Und wie ich sehe, haben wir das Ganze hier auch dreimal drin. Okay. Ich wollte dies ja nicht lumpen lassen. Drei Stück. Dann haben wir hier eine kleine Verbundbatterie, allerdings ohne Umkarton. Hier auf so einem Pappbrett, allerdings weiß ich nicht. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo sehen können, wie sie heißt. Feuerwerksbatterie, ne. Steht nichts drauf. Entschuldigung, so. Naja, eine kleine Verbundbatterie mit 15 Schuss hier. Also ich nehme es mal an, 15 Schuss. 72 Schuss und ja, können wir hier was sehen? 16 Schuss. Ja, sehr schön. Dann die nächste Batterie, Cyborg. 21 Schuss, 30 Sekunden, Effekthöhe 40 Meter. Was haben wir hier für eine NEM? 227 Gramm. Cyborg Glittereffekt Fächerbatterie. Sehr schön. So, die nächste kleine Batterie. Hellboy. Multicolor Crackling Batterie. Die hat, was hat sie denn? NEM. Schauen wir mal ganz schnell. Wenn ich es auch so schnell finden würde. Was ich leider nicht tue. Verzeiht mir bitte. Wir haben hier ein Bruttogewicht. Ach hier, 910 Gramm Bruttogewicht und eine NEM von 107 Gramm. Auch F2. Eine kleine Cake. Sehr gut. Dann ein Spider Riesenleuchtfeuerwerksortiment von Vico, natürlich 10-teilig, 7-fach sortiert. Ganz nett für zwischendurch. Und ein Böllerpaket Hazard China Knallsortiment. Auch F2. Logisch. Verschieden sortiert. Mal gucken, was haben wir hier? D-Böller, B-Böller, A-Böller. Ja, wer kennt sie nicht? Wir sind ja fast jedes Jahr dabei. Sehr gut. Und das war's. Karton ist leer. Ja. Sagt mal, was ihr davon haltet. Von dem
Überraschungspaket. Schreibt es unten rein. Im Kommentar beziehungsweise in meiner Beschreibung lesen. Oder ihr könnt nachlesen. Ja. Oder ich kann es auch sagen, ganz einfach. welovepyro.de. Schaut da mal rein. Lohnt sich. Ich packe jetzt wieder zusammen. Oder nein, ihr bekommt noch eine kleine Übersicht. Das machen wir sehr gut. Das vergesse ich nämlich immer. So, hier die Übersicht, was alles drin war. Der kleine Verbund, das Leuchtsortiment, die Indianapolis-Raketen, dreimal Yin, diese losen Raketen und dieses große Familiensortiment, die Knaller, die Cyborg, die Lord of Whistle, die Aragon, die Hellboy, das Party-Sortiment. Ja, sehr schön. Ich packe jetzt wieder alles ein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. La Comba grüßt euch. Abonniert meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Lasst mir einen Daumen da. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.